Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Heute sind wir mal wieder auf Krefrath, aber diesmal auf der Version 2016, nämlich der Version 2.5. Und wir fahren auch schon direkt, ich weiß nicht, ob es der Kurz- oder der Langläufer ist, wird wohl der Kurzläufer sein, der neuen Linie 59, nämlich, Baum und so. Das mal wieder mit einem Citaro, wo leider kein Krefrath-Repaint dabei war. In einer Version, die ich mir heute mal nicht selber ausgesucht habe, sondern OMSI hat sie mir vorgeschrieben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es so wird. Ne? So, ich darf ja noch gar nicht. Ich bin ja auch ein Depp, ey. So, darf ich jetzt? Ich fahre einfach. Okay, ich darf. Sehr gut. Sehr gut. So, wo geht das denn los hier? Aber hier ging das noch nicht los, ne? Ne, hier ist nur Pause. Da vorne. So. Dürf ich? Ne, darf man nicht. Hat keiner gesehen. Talalala. Was war's denn jetzt? Habe ich den Laternenfall mitgenommen? Ja, habe ich. Shit. Mist. Shit happens. So. Nun ist die Ampel rot. Ich stehe hier nur an roten Ampeln. Nicht? Das ist aber doof. So. Und wir haben orangene Hilfsheile, wobei ich glaube, die hatten wir auf Krefrath schon immer. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, momentan noch. Ja, ich weiß, ich bin immer verwirrt. So. 59. Machen wir es so. Route 1? Wahrscheinlich nicht, doch. Ist richtig, aber geht es denn auch von... Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Also, ihr seht's, ne? Wir fahren vom Fischelmarkt zur Johannesstraße. Und wir haben hier als Starthaltestelle drin den Fischelmarkt. Oh, sehr cool. Also direkt Umlauf 1 erwischt. Und wir haben schon... Oh, dann müssen wir los. Hab ich mir weniger Zeit hier hingesetzt als sonst. Ja. Könnte passiert sein. So, ich brauche jetzt so Klausur-Countdown, ne? Eine Klausur. Nächste Haltestelle, Nordkamp. Bis zur nächsten Haltestelle. Nee, eine Klausur bis zum endlich lang erhofften schönen Ende der Klausurphase. Ich bin happy, wenn es rum ist. Weil Klausuren sind halt. Ne? Man muss für lernen, man muss sie schreiben. Wobei, was ich im Studium hier so die Erfahrung gemacht habe, ist, wenn man einmal die Klausur dann schreibt, dann ist sie wesentlich kürzer, als die dann jetzt so gegen Ende der Schulzeit waren. Weil, das war ja so ab der 11. Klasse, aha, 59, ich muss also hier lang. War es schon so ab der 11. Klasse, dass so drei Schulstunden, also 3x45 Minuten plus dann noch so Pausen dazwischen, als Mindestzeit für die Klausuren waren. Und das war, boah, das habe ich gehasst. Und dann so gegen Ende die LK-Klausuren, wo man dann wirklich das war es noch im Abi, aber so 4 bis 5 Schulstunden war der LK am Ende dann doch. Und das fand ich schon verdammt schlimm, weil man dann zum Teil in den Klausuren so gesessen hat und sich gedacht hat, boah, ich will nach Hause, wann darf ich hier weg? Ich will die Klausur nicht mehr schreiben. Ja, eigentlich soll man dann natürlich die Klausur schreiben, klar. Aber irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Irgendwann sitzt man auf jeden Fall da und denkt sich, boah, kann das bitte enden? Na, egal. Das ist halt wesentlich Studium, ne? Nee, das ist im Studium wesentlich kürzer, die Klausuren, so 1,5 bis 2 Stunden.
Geht natürlich klar, ne? Kann man machen. So. Ja, ich habe es jetzt doch geschafft, die Krefrat Version 2 zu installieren. Hab mir gedacht, wir fahren dann doch direkt mal eine neue Linie, ne? Die anderen kennt ihr ja schon. Also die Krefrat 2.16er Version, Entschuldigung, ich sag das immer falsch. Die 2.5er, aber Krefrat 2.16. Hallo. So, schönen guten Tag. So. Und ich muss sagen, Krefrat war ja schon immer so eine Karte. Da muss ich sagen, Learo, top Arbeit, weil mir gefällt die Karte unheimlich gut. Hat sie schon in der Version 1. Und jetzt, dass sie immer schön weiterentwickelt wird, finde ich cool. Also wir haben jetzt ja so Stadtrandlinien, wie man hier auch gerade ganz gut sehen kann. Ne? Wir fahren ja am Stadtrand so ein bisschen lang. Dann hat man Innenstadtlinien, man hat Nachtlinien, man hat... Oh, man hat alles. Alles. So, schönen guten Tag. Ich grüße schon, bevor ihr eingestiegen seid. Ist das nicht toll? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, wir fahren ja ganz früh morgens. 9.15 Uhr sind wir losgefahren. Ganz früh. Nee, so. Ich glaube, ich musste geradeaus, ne? Guck gerade noch mal nach. Ja. Okay. Hier war doch eine Ampel. Stehe ich da genau mit dem Spiegel vor. Hajo, ich habe drauf. Ne, ich mit dem Spiegel stehe ich wieder vor der Ampel, gell? So, aber es wurde sich auch noch gewünscht, fahr doch mal mit dem Setra in Chicago bei Nacht. Mit Morphys Sound Update. Mach ich. Hatte nur Chicago, habe ich hier, glaube ich, nicht installiert. Weswegen das sich jetzt für schwer, als schwer umsetzbar rausstellte. Weil ich habe ja hier nicht die beste Leitung. Ja. Und ich habe mir jetzt spontan so... hier ist eine Haltestelle. Haltestelle. Oh, komm, da machen wir mal Kneeling rein. Wenn sie rein und raus wollen. So. Ich habe mir sage und schreibe am Donnerstag, dem 11. Februar um 0.30 Uhr ist mir der Gedanke gekommen. Morgen machst du noch mal einen ganzen Tag lernen. Im Prinzip so wie heute, aber jetzt bist du gerade einmal am PC noch. Und Freitag schreibst du die Klausur, dann machst du morgen, paukst du noch mal richtig rein. Nächste Haltestelle, Kopernikus. Hast du noch mal... Möchtest du Finales wiederholen und möchtest dir den Flow nicht unterbrechen, also nimm mal jetzt auf. Daher stammt der Einfall, dass ich doch jetzt aufnehme. Hallo. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Krefrat hast du, komm, lädst du schnell runter oder guckst, wie lange es dauert, die zu laden. Und dann stand da bei mir eine Downloadzeit von 2 Minuten. Da habe ich mir gedacht, ja, super. Zitaro hast du installiert, bist du lange für deine Verhältnisse lange nicht mehr gefahren. Also lädst du dir runter, installierst. Kölner Straße. Das sind alles Bezirke, die ich jetzt hier noch nicht gesehen habe. Und ich muss sagen, die gefallen mir verdammt gut. Muss doch schon sagen. Nicht schlecht. So, schönen guten Tag. Kommen sie rein, können sie rausgucken. So, da ist nichts. Ich muss links, genau. Also, ich werde jetzt nicht das gleiche sagen wie das letzte Mal im Video. Weil das letzte Mal ist es dann noch passiert. So kurz vor Ende, wo ich gesagt habe, ja, habe ich noch nicht. Oh, guck mal, im S-Bahnhof. Hat er durchgesagt. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Wir sind auf jeden Fall schon mal über Gleise gefahren. Und ich natürlich, gewohnt, wie er mich kennt. So. Was? Langsam über Gleise fahren? Nee. Oh mein Gott, ich erinnere mich an die Stelle. Hier war das mit Josh. Ich glaube, das Video ist schon draußen. Wo Josh hier dann so... Oh, jetzt habe ich genau den gleichen Fehler gemacht wie Josh. Naja. Was soll's? So, sieht aber gut aus.
Schöner kleiner S-Bahnhof. Cool. I like. Gut. Fahren wir mal weiter. Wir wollen ja weiterfahren hier. Aber die Maus aus dem Bild nehmen. So. Na komm. Ja. So, zack. Perfekt. Also ich muss... Wow. Dieser Kreisverkehr sieht cool aus. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich lang muss. Ich musste geradeaus, ne? Vierte Ausfahrt. Nein, ich muss einmal wenden. Jo. Oh, was habt ihr denn jetzt? Ich hab doch ja nichts gemacht. Guck mal, da ist ein KI-Bus. Der fährt aber auch da lang. Und der fährt nicht mal durch die Poller durch. Gute Arbeit. So, um sie lädt schön nach. Kennen wir ja nicht anders. Ja, ich muss sagen. Très schön. So. Jetzt sind wir hier, warte mal. Johannesstraße geradeaus. Tschüss. Da kütt keiner. Ich glaube, also ich habe bei Omsi auf Bus spawnen gedrückt und da wurde mir direkt diese Busversion ausgewählt. Ich glaube, es ist der Sintaro mit dem 447er HLAG in Void. Klingt zumindest so. Auch ein Bus, den ich viel zu selten fahre, also diese Soundversionen hier. Ich fahre ja sehr viel ähnliche Soundversionen. So ein 447 HLAG habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt in dem Video. Ist der komisch, ist der alles sehr komisch. So. So, kütt da einer? Nö, da kütt keiner, dann fahre ich. Dann fahre ich hier lang. Ach. Solche Leute habe ich ja gern, ne? Die so ganz kurz vor Ende noch drücken. Alter, halt, 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 meine Haltestelle, da muss ich raus. Nicht so mal dran denken, dass man vielleicht früher drückt. Das hier ist jetzt dann das krasse Gegenteil zu Dortmund, ne? In Dortmund drücken sie schon. Oder ich habe mir sagen, das ist komplett so im Ruhrpott. Da drücken sie dann schon, während der Bus noch an der anderen Haltestelle steht. Also, ne, lädt die Fahrgäste aus, man weiß, man möchte an der nächsten Haltestelle aussteigen und drückt dann einfach schon so an der Haltestelle noch. Aber das habe ich ja schon mal groß und breit erklärt. Hier in Krefrath machen sie das genaue Gegenteil. Und sie weiß auch nicht, nehme ich den Bus oder nehme ich den nicht? Fahre ich jetzt mit oder fahre ich jetzt nicht mit? Das muss ich überlegen, scheiße. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Wobei sie denkt noch nicht so ganz scharf nach. Also sonst würde sie im Kreis rennen. Das sind die verschiedenen Stadien des Nachdenkens in Omsi. Entweder rennen sie im Kreis, dann müssen sie wirklich nachdenken. Oder müssen irgendwo hin. Und wenn sie nur hin und her laufen, dann ist doch alles gut. Dann überlegen sie nur halbwegs. Mache ich jetzt? Fahre ich jetzt mit oder nicht? So. Das sieht aus wie ein Ikea. Ist nicht ein Ikea? Lass uns doch mal gucken. Dafür sind wir ja hier. So. Es ist groß und blau. Es ist blau. Aber es ist nicht Ikea. Und ich habe grün. Es ist blau und ich habe grün. Alter, wer baut denn hier eine Haltestelle hin? Ja, sie. Wer baut denn hier eine Haltestelle hin? Der Lauberweg jetzt hier. Jetzt gucke ich aber blöd. Aber ich bin on time. Ach ja, ich bin auch selten dämlich, ey. Erstmal die erste Tür aufmachen, obwohl ich nur die zweite offen hatte. Nächste Haltestelle,
Scholbenstraße. Nächste Haltestelle Scholbenstraße. Ich sollte dem Pfeilchaos. Besser orangenes Pfeilchaos, als nicht wissen, wo man lang muss. Lucky. Ich glaube, er steht da drauf, Haltestellen direkt nach Kreuzung zu bauen. Kann das sein? Das ist jetzt schon die dritte oder vierte, die mir so auffällt. So. Da kütt keiner, also geht das los. Häusersiedlung. Nächste Haltestelle, Borkumer Straße. Borkumer Straße? Cool. Ich war in Borkumer auf Klassenfahrt, oder ich war auf Klassenfahrt auf Borkum. Ist ja eine Insel. Das ist total furchtbar. Ich glaube, da dürfen kaum Autos fahren und es gibt nur eine Hauptstraße. Und ich habe den Bus geschrottet, weil ich keinen Unfall bauen wollte. Also das wird jetzt wohl so ein Kreisverkehr sein, wo ich drüber fahren darf, oder? Ich glaube ja. Keiner mehr drin? Gut, dann fahre ich weiter. Dann fahre ich weiter, weißt du? So, aber nicht den Rahmen hier. Der Busfanade würde jetzt wieder sagen, ja, sag mal, fehlt es ja eigentlich komplett. Ne, wobei, jetzt bin ich ja vernünftig drüber gefahren. Ich bin nur nicht im Kreisverkehr lang gefahren. Oh, Johannesstraße habe ich gerade gehört. Dieser Bus endet hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, weil da habe ich einfach eiskalt drüber gequatscht. So Dauerbubble-Sendung oder so. So, da geht es rechts und dann sind wir auch schon da. Hier ist aber wieder schnell gegangen. Aber gut, das ist auch nur eine Viertelstunde Linie. Jo, und die fährt direkt hinter einer Kurve. Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Direkt hinter einer Kurve, aber wir sind pünktlich und unfallfrei. So 22 Sekunden zu früh. Und ich höre mal auf so zu reden, sonst kriegt ihr nachher noch einen Anfall. So. Wir sind da. Das ist, glaube ich, der Kurzläufer der 59 gewesen. Die neue Linie. Da hatte sich ja auch jemand gewünscht, dass ich mal die Krefra 216 fahre. Bitteschön. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Und wenn ihr eh schon hatet, dann vergesst den Daumen nach unten nicht. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, haut den Abo-Button, würde mich sehr freuen. Danke ich mich bei euch. Wir freuen euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.